einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Das versprochene Formel 1 TurboTax Starter Pack Unboxing. Vorgestern habe ich das allererste Video rausgebracht zur neuen Formel 1 TurboTax Serie. Ja, vom Hause Tops. Heute packe ich das Starter Pack aus. Gestern gab es die, ja, alle Minitins. Es gibt 3 Minitins, die habe ich gestern alle in einem Video ausgepackt. Und wie gesagt, ein Starter Pack könnt ihr gewinnen im Mystery Box Formel 1 Unboxing. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt, ein Formel 1 Starter Pack zu gewinnen. Ganz klare Sache. Das Starter Pack kostet, ihr seht es da oben, 5 Euro. Wir haben hier enthalten eine Gold Limi, 5 Karten, das Album, dann eine Game-Matte und die Spielregeln. Gold Limi kommt von Lewis Hamilton. Richtig, richtig nice. Also alleine, wenn man, ja, Hamilton feiert, oder man braucht eigentlich dieses Heft. Ist einfach so, Leute. Ich mach's mal auf hier. Hamilton. Und dann Startermappe. Folie kann natürlich weg. Die Mappe müssen wir jetzt hier noch, ja, ordentlich machen. Hier das vordere Cover. Das sieht auch so geil aus, ne? Das sieht so geil aus. Vettel, Verstappen, Lewis Hamilton. Und gehen hier vorne rein. Und dann auch hier mit dem offiziellen Lizenzsticker Formel 1. Geil. Einfach wirklich mega, mega, mega geil. So, dann haben wir hier, das sind die Spielregeln. Die Rückseite ist hier. Und da ist auch noch die Checklist. Also es gibt, oh, es gibt gar nicht so viele Limis. Feier ich mega mäßig. Hier, guckt euch mal an. Limis gibt es nur die Gold-Limi von Hamilton. Es gibt auch nur Gold von Hamilton. Es gibt keine Silber-Bronze von Hamilton. Hätte man aber auch noch Silber-Bronze einbauen können, weil es gibt von Verstappen Gold-Silber-Bronze in den Multipacks. Dann gibt es Leclerc Gold-Silber-Bronze in den Minitins. Und in den normalen Packs gibt es Ricciardo als Gold-Silber-Bronze. Geil, fühle ich, feiere ich, mega nice. Gold bis Finisher, welche gibt es als Goldkarten hier? Leclerc, Ricciardo, Bottas, Verstappen, Raikön, Vettel und Hamilton. Okay, Rückseite sieht so aus. Okay, das sieht jetzt eher unspektakulär aus, aber dafür sieht ja die Frontseite mega geil aus. Ich drehe jetzt nochmal um, wartet. Oh, tada! Ah, geil! Geil, 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 geil. Es kommen ja auch Formel 1 Sticker irgendwann raus. Auf diese Sticker freue ich mich auch schon. Hier haben wir jetzt eine, ja, relativ neue. Guckt euch das mal an. Man kann hier so Rennen fahren. 1, 2, 3, 4, 5, Finish. Also die Spielregeln. Bin ich ganz ehrlich, die Spielregeln, die muss ich mir nochmal angucken. Hier Start, Qualifying, Red Zone, DRS Zone. Also das ist wirklich heftig, was man mit den Formel 1 Karten spielen kann. Aber ja, man kann natürlich auch nur Angriff und Verteidigung spielen. Aber die Regeln, die sind ja hier drauf. How to play. Da muss ich mir jetzt erstmal nochmal reinfuchsen und reinlesen, wie man die Formel 1 Karten gegeneinander spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, ach, hier vorne ist auch Checklist von den ganz normalen Base-Karten etc. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mal so ein Battle gibt mit den Formel 1-Karten, sodass man halt auch wirklich mit der neuen Unterlage spielt von den Turbo-Decks. Und hier haben wir jetzt das eingeschweißte Pack mit den 6 Karten oder 5? 6 oder 5? Ich glaube 6, ne? 5 normale Karten und die Gold-Limie ist halt oben drauf von Lewis Hamilton. So, ich reiß auf, Jungs. Ich reiß auf. Wir wollen die Karten sehen und wir wollen auch Lewis Hamilton von ganz nahem sehen hier. Lewis Hamilton, Gold Limi, richtig nice. Gold steht hier im Hintergrund, nicht hier unten dabei. Lewis Hamilton, 97 Defense, 94 Angriff. Geile Karte, Mann. Geile, geile, geile Karte. Dann geht es weiter mit, oh, wir haben sogar eine goldene mit dabei. Eine goldene mit dabei im Starterpack. Valtteri Bottas, Live-Action-Karte, Formula One British Grand Prix. Dann haben wir das Team von Renault mit Ricciardo und Ocon. Duo-Karte. Oh, wir haben eine. Hä? Wie mache ich denn das jetzt? Eine umgedrehte, das ist Esteban Ocon. Die erste Karte hier kommt von. Das sind beides Ferraris. Oh, das könnte Leclerc oder Vettel, glaube ich, sein als Gold. Wir starten hier auf jeden Fall mit einem besonderen Moment von Charles Leclerc am 8. September 2019 in Italien. Charles Leclerc, 84 Abwehr, 93 Angriff. Auch eine geile Karte, aber jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Vettel oder Leclerc? Oh, Charles Leclerc, Baby. Jawolski. Geil. Leute, diese goldenen Karten, ne, die sind so extremst geil. Gold Race Winner. Oh, Baby.
Also wer jetzt hier sagt, die goldenen Karten sehen nicht geil aus, dann weiß ich auch nicht. Zack, ich hole mal die Karten hier runter. Lewis Hamilton, Jungs und Mädels. Das war das Turbo Attacks Starter Pack hier. Ja. Ich finde die Karten mega, mega geil. Ich habe mir gedacht, ich öffne nochmal drei extra Packs hier. Raikkonen Verstappen Pack, Hamilton Pack und Charles Leclerc Pack. Also die drei Booster Designs, die es halt gibt von den Turbo Attacks. Und ja, Abfahrt, let's go. Let's go, das macht echt süchtig, diese Packs zu öffnen. Ne? Die Turbo Attacks, einfach geil. Sebastian Vettel, wir starten mit der Flashback-Karte. Sebastian Vettel, guckt euch das an. Auch eine geile Idee von Tops Flashback, das Ganze zu integrieren. Was mir auch noch so ein bisschen fehlt, so Legendenkarten. Stell dir mal vor, es würde eine Michael Schumacher-Karte geben oder so. Also das wäre doch extrem geil, wenn es sowas noch geben würde. Aber es gibt es leider nicht. Aber vielleicht in den nächsten Jahren, ist ja klar. Live-Action Max Verstappen in Brasilien. Dann haben wir Kimi Räikkönen Speedstar. Auch eine geile Karte, oder? Also gemein, wenn ich hier noch dichter ranhalte an der Kamera. Die sehen so geil aus mit diesem schwarzen Rand. Geil gemacht. Esteban Ocon Flashback. Albon Speedstar. Und nochmal Albon. Diesmal als Future Star Karte. Vom Aston Martin Red Bull Racing. Alex Albon. Geil. Unsere nächste Powerkarte. Pack Nummer 2. Pack Nummer 2. Haben wir keine goldene leider. Haben wir Charles Leclerc. Identisch wie mit der Räikkönen-Karte. Diesmal halt bloß Charles Leclerc. Dann haben wir Tsunoda und Daruvala vom F2-Team. Formel 2 ist auch mit dabei. Deswegen, es gibt ja auch Schumacher. Mick Schumacher gibt's. Und natürlich hoffen wir alle, dass Mick Schumacher nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, natürlich in der F1 mitfährt. Lando Norris von McLaren. Dann Esteban Ocon, Speedster. Williams Racing. Geil. Auch geil gemacht. Ich glaube, davon habe ich gerade mal bis jetzt eine Karte. Das ist Russell und Latifi als Fahrer. Und auch die Powerkarte kommt von Grosjean, Superstar vom F1 Haas Team. Letztes Pack. Letztes Pack für heute. Aber ich kann euch versprechen, morgen öffne ich Multipack? Habt ihr Lust auf ein Multipack? Ja, ne? Machen wir direkt zwei auf. Aber erstmal machen wir weiter mit den letzten Karten hier für das heutige Starterpack-Unboxing. Lewis Hamilton, Live-Action Grand Prix in Großbritannien. Dann haben wir, da haben wir ihn doch. Mick Schumacher, gerade angesprochen, mit Robert Schwarzman im F2-Team-Duo. Dann geht's weiter mit George Russell, Sergio Perez, Team Order Strategiekarte und Pierre Gasly Superstar. Leute, das war das Starterpack. Das ist die schöne goldene limitierte Auflage von Lewis Hamilton. Mir hat es mir riesigen Spaß gemacht. Wenn euch auch das Ganze Spaß gemacht hat, wenn ihr die Karten feiert, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr sehr gerne kostenlos abonnieren. Ich bin jetzt hier raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.